Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzerkorpsgruppe Axis Operations 1943. Ja, man sieht hier, ein bisschen verstreut sind wir, während wir versuchen, die sowjetischen Truppen hier gegen das Asowsche Meer, gegen die Asowsche See irgendwie so ein bisschen zu drücken. Die Truppen versuchen angeblich so ein bisschen von Osten nach Westen vorzurücken. Und wir machen hier oben so eine kleine bogenförmige Bewegung, um sie dann von Norden nach Süden in der Flanke zu attackieren. Haben hier unten ein paar Fallschirmjäger stationiert. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Und ja, müssen jetzt dementsprechend einfach mal schauen, wie wir hier unten vorankommen mit den Fallschirmjägern. Eine Verstärkung wird eintreffen. Diese Runde auf jeden Fall. Hier oben habe ich versucht, das ein bisschen wieder in eine geordnete Formation zu ziehen. Hier genauso eine Linie hier einfach. Habe versucht, die Verbände durch diesen Fluss hier, wissen wir, wie der heißt, kleiner Fluss, so ein bisschen zu isolieren, indem ich hier die Brückenpioniere weggenommen habe, die sowjetischen. Und ja, wir haben jetzt im Prinzip einen großen Verband hier, den ich wahrscheinlich aufsplitten werde, und dann wird ein Teil hier rüber und einen etwas kleineren Verband hier oben, die noch eine ganze Menge zu tun haben hier auf jeden Fall. Da müssen wir mal schauen, und halt die Fallschirmjäger hier unten, die haben schon so ein bisschen versagt. Das sind unsere Ziele, alle Siegfelder einnehmen und alle feindlichen Einheiten erledigen. Da haben wir inzwischen immerhin schon über die Hälfte erwischt, was ja nicht so schlecht ist. Aber ja, hier unten bei Rostov, das hat erstmal nicht funktioniert. Ich schaue mal, ob ich hier hinter diesem Wald komme. Komme ich tatsächlich nicht. Aber ich denke, im Wald wäre ich wahrscheinlich safe. Andererseits kann ich da natürlich bombardiert werden. Und die Jungs haben nur einen Stärkepunkt. Das heißt, die können sich da eh nicht verstärken. Ne? Die müssen hier irgendwie in diesen Wald rein. Oh, das ist natürlich richtig Premium ungünstig. Schmeißen wir einfach eine kleine Ablenkung hin. Wäre das gut? Hat das eine Chance zu funktionieren? Vielleicht versuchen wir das einfach mal. Schmeißen hier eine kleine Ablenkung hin. Wie weit kommt denn ihr? Ach, wir können euch alles gut. Wir können euch als Blocker benutzen. Brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Wir könnten die hier abwerfen, aber das bringt uns auch nichts. Wir können euch hier auf jeden Fall so ein bisschen als Blocker benutzen. Ihr besetzt hier diese Stadt wieder, um von der Seite ein bisschen abzuschirmen. Und da müssen die sich halt echt nur irgendwie mit den Lufteinheiten auseinandersetzen. Was natürlich auch ganz schön unangenehm werden dürfte. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, die überleben irgendwie. Ansonsten habe ich das halt verkackt tatsächlich. Wo wollen wir denn weitermachen? Ich hätte natürlich versuchen können, diesen Flughafen einzunehmen, hier schnell ein paar Jäger hinzubringen. Das hätte vielleicht sogar wirklich funktioniert. Ein paar Jäger, ein paar Bomber dahin, um das Ganze zu entschärfen. Da hätte ich das aber schon letzte Runde anders spielen müssen. So müssen wir halt gucken, ne? Wir kriegen die Jungs halt nicht aus der Luft gedeckt irgendwie, blöderweise. Wo geht's denn hier weiter? Praktischerweise. So, hier nach Süden müssen wir so ein bisschen drücken, auf jeden Fall. Wir sehen schon hier Panzerabwehr im Fluss. Das ist natürlich super für uns. Da sind die super einfach aufzureiben. Ist es bewölkt? Nee, ich sehe nur einfach so nichts. Dann habe ich doch hier bestimmt irgendwo ein paar Aufklärer, die hier mal gucken können, wie es da eigentlich aussieht.
Die Frage ist nur, wo sind meine gepunkteten Aufklärer? Ich dachte, die müssten hier sein. Habe ich die verlegt? Nach vorne? Ah, hier. Ja, euch habe ich gesucht. So, fliegt man hier bitte einmal drüber. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da haben wir so ein paar Jungs im Sumpf. Das ist auch enges Gelände. Hier haben wir offene Ebene. Ja, und dann die Stadt. Die haben keinen Hafen, ne? Das heißt, sie können sich nicht versorgen, wenn wir sie abschneiden. Die versuchen sich hier so ein bisschen zurückzuziehen. Oh, da müssen wir mal gucken, wie wir hier am geschicktesten durchkommen. Ich würde ja vermuten, Artillerie. Die steht nur ein ganz kleines bisschen hinten. Aber das kann man ja ändern, ne? Wir können ja die Artillerie hier nach vorne bringen. Haut das hin, wenn ich die hier hinsetze. Ich mache das mal anders. Ich lasse mal euch so ein bisschen hier vorfahren. Bring die Artillerie hier in dieses Waldstück hinein. Und so, könnt ihr die jetzt aufreiben? Ja. Angeblich schon. Okay, super gut. Fahren wir hier mal gleich weiter. Eine Reihe zu 9, diese Panzerabwehr. Oh, das ist aber schon ein guter Deal eigentlich. Da hätte ich auch Aufklärer kommen. Die bis darunter? Nicht wirklich. So, da müssen wir mal schauen, was wir denen hier Schlimmes antun können. Die haben wir direkt rausgenommen, wunderbar. So, dann sind die nämlich schon mal eingekesselt. Aha. Nein! Wir haben die Flugabwehr nur beinahe ausgeschaltet. Ah, das hätte jetzt wirklich mal funktionieren dürfen. Will ich dafür extra ein paar Bomber, ehe die sich wieder verstärken, opfern? Aber sonst kommt da halt niemand ran, den ich nicht irgendwo anders besser einsetzen könnte. Hier, in dem Gebirge, da habe ich nicht mal mehr einen Flammenpanzer, da habe ich noch ein bisschen Azul-Infanterie, die da mit Tempo ihn vorrücken könnten. Warum sind wir so im Sumpf eingesunken? Oha. Das ist ja mal wirklich hier ein animatorisches Schmuckstück, dass die Einheiten da sogar im Sumpf so ein bisschen einsinken. Geil, ist es nur bei Panzern so? Oder warte mal, habe ich hier irgendwo Sumpf, wo Infanterie sich drin befindet? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja krass. Ja, die hocken da immer noch fest, diese Panzer. Ich würde denken, ihr dürft euch auf jeden Fall verstärken. Und was mache ich mit denen? Ich muss erstmal die hier unten loswerden irgendwie. Dass die uns jetzt die Flugabwehr nicht ausgeschaltet haben, die nicht überrannt haben, behindert jetzt meine Pläne insofern, als dass die eigentlich hier hätten richtig rumballern sollen. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr.
super ärgerlich. Oh, bitte bekommt das hin. Das wäre jetzt echt wichtig. Es hat funktioniert. So, die können sich keinen Schritt mehr bewegen. zu 15, damit sind die hier echt ganz schön gebeutelt, haben aber wenigstens Unterstützung durch Panzer. Und aus der Luft brauchen die dann auch irgendwie ein bisschen Unterstützung. Ach, kann ich die irgendwie noch anders unterstützen, indem ich die Jungs hier so ein bisschen vorbereite? Das könnte ich mit Bombern machen zum Beispiel. Ja, machen wir einfach so. Habe ich hier gegnerische Flugzeuge eigentlich gerade irgendwo? Nee, ne? Gar nichts. Oder sehe ich die nur gerade nicht? Ne, ich habe wirklich nichts. zu 9. Die überleben. Trotzdem noch. Oder auch nicht. Dann war es plötzlich ein wunderschönes 4:10. So, die sind jetzt natürlich so ein bisschen anfällig. So, was habe ich denn an Luftstreitkräften zur Verfügung? Das könnte funktionieren. Die greifen auf jeden Fall zuerst an. Müssen halt nur treffen. Oh Gott. Ja, okay, so viel also dazu. Da muss ich hier doch irgendwie mit Bombern ran. Geht ja da nicht anders. Ehe die sich wieder verstärken. So, dann dürft ihr hier hinunterfliegen. Und die Jungs hier so ein bisschen aus der Luft beschützen. Warte mal, wie weit kommt denn ihr? Ja, nicht so weit auf jeden Fall. Also wir sitzen hier aus mit meinen guten Pionieren. Die können dann nächste Runde hier, da unten sollen die die Brücke bauen. Wo die Schiene langläuft, nicht wo die Straße langläuft. Also die Panzer, ich bin mir gar nicht sicher, ne? Wenn meine Aufklärer hier weggehen würden, würden die dann durchkommen theoretisch? Ne, hier kommen die auch nicht durch. Die können nur in den Fluss rein und das war's. Ha. Das ist ein bisschen lappig von euch, weil meine Panzer können das, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich eine Panzerspezialisierung habe. Dann fahrt ihr hierher. Ja, genau, die können nur in den Fluss hinein. So, dann könnt ihr einfach hier ein Feld vorrücken. Ich will die nicht zu dicht an den Fluss setzen. Nachher passiert dann noch irgendwas Ungewolltes. Was treiben wir hier oben? Ach, guck mal, da haben wir noch ein paar Wehrpflichtige. Kommen unsere Gebirgsjäger mit denen klar? Sieht noch ein bisschen schwierig aus. Da lässt sich doch bestimmt irgendwas tun, oder? Vielleicht kriegen die sogar aufgerieben. Ah, nicht ganz.
Dahinter befindet sich eine Artillerie. Könnt ihr mal ganz kurz erzählen, was hier hinten sonst noch so rumguckt? Nichts. Okay, nichts ist natürlich schon mal gut. Dann können wir die Jungs hier nämlich einfach bombardieren und die Artillerie so ein bisschen aus der Luft vorbereiten, damit unsere Panzer dann die erledigen können. Na, ganz erledigen wird nicht funktionieren. Nee, wird's nicht. Gehen wir südlich ran oder nördlich? Ich glaube lieber südlich. Ja, Eilmarsch habt ihr schon benutzt. So, da müssen wir uns halt überlegen, wie wir uns hier drüben aufstellen am besten. Ich denke, ihr dorthin. Ihr werdet hier absetzen und die Jungs, da werde ich mal ein bisschen nach Norden bewegen. Die Straße entlang. Die könnten theoretisch rauskommen, würden sich aber echt eine blutige Nase dabei holen, also werden die jetzt wahrscheinlich nicht machen, oder? Hoffe ich. Ja, ihr müsst hier diesen Flughafen besetzen. Ja, und ihr? Schwierig. Müssten eigentlich ein bisschen dichter hier ran, aber die werden sich wahrscheinlich eh verstärken. Von daher kommt einfach ein Feld nach hier unten. Das passt schon. So, die Aufklärer. Kann ich die vielleicht irgendwie noch ein bisschen geschickter unterbringen hier? Da zum Beispiel, wo sie auch von der Jäger-Eskorte ein bisschen profitieren können. Die Jungs sind hier schon bereit, den Fluss zu überqueren. Ich habe hier noch Azul-Infanterie. Die kommt da unten nicht an. Brauche ich die hier unten noch? Da ist noch eine Menge Infanterie drin. Ich habe so ein bisschen Panzer und alles. Ich habe Bomber. Hier oben brauche ich sie auf jeden Fall gerade nicht, ne? Höchstens hier. Ne, ich glaube, ich schicke die lieber nach hier unten. Da sind die, glaube ich, besser aufgehoben. Ja, die Jungs entkommen jetzt hier leider. Die wollte ich eigentlich so ein bisschen aufhalten, indem ich eine Einheit hier oben hinsetze und die vom Hügel aus in den Fluss hinab beschieße. Hat nicht funktioniert. So, dann sind wir, glaube ich, schon durch. Oder habe ich noch eine Lufteinheit, die ich irgendwie verlegen oder... Warte, ich kann auch hier diesen Knopf mal benutzen. Ja, hier. Da oben die Flugabwehr steht da auch gut. Ach, guck mal, hier ist doch noch eine Lufteinheit. Ja, die kann ich doch dann wirklich schon verlegen, ne? Nach da drüben. Hier, da. Dann haben die da ein bisschen Aktionsradius auf jeden Fall. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ja. Das war's dann. Okay, die kümmern sich um die. Ey, was wird denn das? Die kümmern sich um die. Okay. Bisher sieht das gut aus. Oh, meine Gegenartillerie. Ich behaupte mal einfach, diese kleine Ablenkung hier hat funktioniert. Oh oh, Jungs. Verpisst euch mal.
Aber die sind wenigstens schnell, ne? Die können sich da über die Brücke zurückziehen. Ziemlich ungestraft. Und ich glaube, ich kriege sogar eine Einheit in die Stadt hinein. Ja, tue ich. Da dürfte auch niemand stehen. So, ihr, kleiner Gewaltmarsch. Zieht euch hinter diese Brücke zurück. Ihr seid auch Überlebenskämpfer, ja, sehr gut. So, ihr rückt hier in die Stadt ein, wo die dann super schwer rauszufummeln sind. Und ihr müsst euch hier erstmal neu aufstellen, ein bisschen. Ja, die können natürlich dann eingekesselt werden. Ja, die Stadt ist relativ groß. Das heißt, wenn wir da nur schnell genug sind, da können wir da hoffentlich direkt ein Loch in die Angreifer reinschlagen. Ja, die können uns umfahren, von beiden Seiten in die Zange nehmen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, die werden hier auch ein bisschen aktiv, ne? Wenn die Verbände hier irgendwie ein bisschen abrücken müssen, dass sie mal versuchen, hier rüber zu gehen. Die haben ja eine Menge Einheiten da. Die haben Artillerie, ach nee, das ist der Pakt. Also die haben keine sinnvollen Unterstützungseinheiten. Zur Not muss ich nochmal versuchen, hier diesen Flugplatz einzunehmen. Und ein bisschen Jäger- und Bomberunterstützung ranzuführen, möglichst schnell. Aber wir sind ja quasi auch schon in der Nähe hier. So, wo mache ich denn weiter? Hier Fallschirmjäger, denen geht's gut. Die machen genau das, wofür sie ausgebildet wurden. Hier müssen wir noch ein bisschen ran, ne? So, ihr müsst euch auf jeden Fall erstmal erholen. Das wäre mega wichtig. Und dann müssen wir hier die Kontrolle über diesen Fluss übernehmen. So, ihr seid ein Panzer und dahinter ist Artillerie, die nicht gegen Panzer mitfeuert. Das ist natürlich jetzt blöd für euch, ne? Das heißt, den Fluss können wir hier ziemlich leicht verteidigen. So, ihr nehmt dieses Flussfeld ein. Und damit sind wir hier nämlich auch schon mal drüben. Ihr seid wachsam. Oh, perfekt. So, und da sehen wir, diese Artillerieeinheit hier ist auch schon ein bisschen abgeschnitten tatsächlich. Wie viel grabten ihr aus? 3 und ihr 2. Und ihr seid 7 eingegraben. 5 ist, glaube ich, sowieso das Minimum, ne, für Stadt. Ich wollte gerade sagen, ja, schieß doch ruhig zurück, aber machen die halt echt, Mann. Ah, die kommen raus. Wie viele Bewegungspunkte hatten wir noch? 6. Und das ist alles flaches Gelände, Schrägstrich Straße. Perfekt. So, und dann können wir uns nämlich hier direkt wieder auf der Straße breit machen. Wie weit kommt denn ihr hier ran? Oh, sehr gut. Das läuft doch alles hier. Ja, warte mal, Moment. Wir müssen natürlich dorthin, um die Jungs hier ein bisschen mit abzudecken. Das können die Scouts nächste Runde machen, können sie auch diese Runde machen einfach.
Da könnt ihr euch nämlich einfach verstärken, diese Runde, ne? Gebirgsjäger hier im Hügelgelände, die kann ich da mal kurz alleine stehen lassen, ohne mir direkt Sorgen machen zu müssen. So, wunderbar. Achso, das ist schon abgefrühstückt. Hier unten. Da kommen wir natürlich mit unseren Panzern jetzt so gar nicht voran. Das heißt, die Panzer können hier einfach schon alle wegfahren. Die Flammenpanzer werden hier bleiben und die Artillerie wird hier bleiben. Die Flammenpanzer werde ich hier einfach in die Stadt reinziehen. Naja, da habe ich schon mein nächstes Ziel. Euch nämlich. Kabams. Nein, die hat es nicht mal zerrissen. Naja, und dann verstärke ich euch hier einfach einmal. Die warten einfach auf Infanterieunterstützung. Eine Einheit werde ich hier stehen lassen. Und der Rest kann sich hier verpissen. Ich glaube, die brauchen nicht mal Luftunterstützung, ne? Also Luftabwehr. Weil von da unten nichts mehr kommt. Also euch könnte ich auch direkt nach vorne ziehen. Ich würde die also super gerne hier unten einfach mal hinschicken. Ne? Ich muss nur ein bisschen weiter nach vorne irgendwie. Ich bräuchte einen Flugplatz irgendwie in dem Bereich hier. Das wäre super. Der nächste ist der Flugplatz hier. Da komme ich halt noch nicht ran. Aber wisst ihr was? Dann repariere ich die Jungs einfach diese Runde. Und dann können die vielleicht, falls sie scout, sie kommen nicht durch den Sumpf und durch den Fluss durch so schnell. Ah, schade, 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 Schokolade. Kann man nichts machen. So, und ihr? Ja, ihr fahrt dann halt. Kann ich die hier wegnehmen? Das ist die interessante Frage. Ja, ne? Die tragen hier einfach nichts bei zur Blockade. Das machen die Aushilfstruppen hier. Aber ich lasse sie einfach stehen. So, wir verkrümeln uns. Immer schön in Reichweite der gegnerischen Artillerie bleiben, das ist ganz wichtig. Aber da könnte ich natürlich einfach 2 zu 4. Ich habe keine Eskorten mehr für die, ne? Die habe ich alle quasi weggeschickt. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Habe ich clever gemacht auf jeden Fall. Aber wo wir jetzt operieren können, ist auf jeden Fall hier in jener Stadt. Kriegt ihr die erledigt? Ja. Vielleicht. Ah, das geht doch. Ich dachte schon, es ist wieder so wie letztes Mal. Sondern graben wir die einfach ein bisschen aus. Die Ju-87G mit den fetten Maschinengewehren, die sind jetzt nicht so effektiv gegen Infanterie, die sind mehr gegen gepanzerte Einheiten effektiv, aber ja, besser als nix. Ich könnte euch irgendwo hinziehen. Ich komme nicht an die Jäger ran. Ich müsste hier ins Abwehrfeuer die Bomber angreifen. Was natürlich nicht so sexy ist. Ha, nun gut. Habe ich noch eine Einheit irgendwo, die total spannende Dinge erledigen kann? Ich könnte zum bisschen vorrücken. Das bringt nichts, ne? Naja,
Nur ein bisschen für die Überlappung. Falls wir die. Oh! Ah, ja. Schafft ihr das? Da unten Eskorte zu fliegen? Nee. Aber ihr schafft es auch nicht, nach da zu kommen, oder doch? Na, ich verstärke die mal für nächste Runde. Die Jungs lasse ich auch erstmal hier irgendwie. Boah, gut. Macht man nix. Nächste Runde ist bewölkt. Hey. Ach, die kommen da oben von dem Flugplatz. Die kommen gar nicht irgendwie von da drüben. Ich wollte schon sagen, meine Infanterie scheint erstmal überlebt zu haben. Oh, hey. Oh, die stehen da im Fluss. Wow. Okay, die wollen das hier wissen. Oh, meine Einheiten ziehen sich zurück so ein bisschen, ne? Also ziehen sich natürlich nicht zurück, die folgen ihrer neuen Marschrichtung. Und sofort werden die hier frech. Ist ja krass. Hätte ich vielleicht doch die Jungs hier rüberholen sollen. Aber gut. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Werdet verstärkt. Hier drüben können jetzt unsere Bomber ihr Ding abziehen. Hey, ihr kommt da nicht ran. Was soll das denn? Ja, da müssen wir hier so ein bisschen tauschen. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und ihr kriegt die nicht ganz erledigt. No. Aber dafür haben wir ja die Jungs hier. Ey! Ah, jetzt stehen die da im Fluss. Richtig dumm. Na gut, kann man nichts machen. So, Artillerie. Nein, ah, halt, stopp. Euch hätte ich gerne hier drüben tatsächlich. Um die Jungs ein bisschen zu schützen. Wir bekommen gleich Unterstützung von denen hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier drüben. Ja. Die verstärken sich erstmal. Ihr könnt in den Hinterhalt laufen. Ich habe nicht aufgepasst. Wo sind die? Die sind nach hier vorne gefahren. Und die komme ich nicht ran. Ich brauche hier Luftunterstützung. Nicht weit genug. Dir fehlt ein Bewegungspunkt, um diesen Flugplatz einzunehmen. Puh, ich muss leider gleich weinen, so ein bisschen, ne? Das
Feld hier müsste frei sein, ne? Da stand, glaube ich, vorher diese Artillerie. Die ist nicht frei. Nein. Ah. Ach, wäre ich mal vorsichtig gewesen. Aber gut, hält sich alles in Grenzen. Nicht mal Unterdrückung kassiert hier. Was haben wir denn? Panzerabwehr, Artillerie. Hier ist noch eine Artillerie. Von da hinten, wenn Panzer uns angreifen, sind wir auch safe. Würde ich denken. Wir brauchen da trotzdem Unterstützung irgendwie. Könnt ihr nicht über den Fluss drüber? Müsst hier ganz außen rum. Oh no. Papapa. Hm. Nee, da kommt diese Runde echt niemand ran. Und ihr müsst da wirklich ganz außen rum fahren. Ihr könntet mit einem Eilmarsch da drüben das Ding angreifen, aber dann könnte es trotzdem noch immer niemand einnehmen. Das heißt, es bringt uns schon mal nichts. Perfekt. Hm, ich sehe schon. Ich bleibe ein taktisches Genie. Ja. So, das Ding nehmen wir mit. Dann können die oben so ein bisschen rumgurken, können gucken, dass da nichts passiert. Und wir rücken in der Zwischenzeit nach hier unten vor. Der Gebirgsjäger natürlich hier in diese Hügelkette rein am besten. Kriegen wir die auch so ausgeschaltet? Nicht gut. Die haben überlebt, die Schweinebäckchen. So, alles entscheidende Frage. Schafft ihr das? Ihr schafft das. Dann können wir uns doch hier so ein bisschen breit machen, auf jeden Fall. Haben wir doch hier eine wunderschöne formierte Linie mit Unterstützungseinheiten und so. Durch den Sumpf. Nee, nicht so geil, bringt mir auch leider nichts. Wir sollten jetzt eingekesselt worden. Ich meine, ja geil, aber... Ah, ich habe hier zugemacht. Hm. Strategisches Genie. Seid ihr Überlebenskämpfer? Nee, seid ihr leider nicht. Ich hoffe, die werden nicht einfach so wegbombardiert. Das wäre traurig. Hier. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Wenn wir es schaffen, die rauszupushen. Vier. Dazu müsste ich allerdings 6 Punkte Schaden machen und heute ist es bewölkt. Das funktioniert nicht. Da bräuchte ich Aufklärer oder irgendwas, die mir da so ein bisschen zur Hand gehen. Ach, dammit. So, euch werde ich schon mal ein bisschen ausbuddeln.
Ich möchte eigentlich nach da verlegen. Ihr habt eine Reichweite von 13. Die Messerschmitts haben eine Reichweite von 13. Okay, das ist also schon mal vergleichbar. Und die kommen hier bis ganz knapp an diesen Fluss ran, an den Don. Das ist der Don hier oben, oder? Ja. Na, das reicht nicht ganz. Hier, den brauchen wir dringend. Ich bräuchte noch eine zweite Einheit, die da irgendwie sich ranschmuggeln kann. Habe ich aber echt nicht. Ha, na gut. Dann rücken wir einfach ein bisschen vor. Ja, die können eins vorfahren. Ja, die Brückenpioniere sind auch abgedeckt. Die Jungs können gerade gar nichts machen, ne? Das ist leider auch nur ein Feldflugplatz. Achso, was ist denn das hier? Das ist ein großer Flugplatz. Also da können meine Düsenjäger auf jeden Fall hinfliegen. Dort stationiert werden. Können wir von hier aus schon Unterstützungsmissionen fliegen? Nee, gar nicht. Okay. Ihr bleibt da. Ihr bleibt da. Wo seid ihr? Ach, warte mal, ich habe noch eine zweite Einheit, die da rankommt. Nein, ich hab's verkackt. Wann habe ich in dem Panzer bewegt? Ja, okay. Shit. Ich habe meine Fallis vergessen. Ich hätte da rangekonnt. Na, mit dem Panzer, der hätte in den Fluss reingekonnt, hätte dann durchwarten können. Und die Fallis hätten halt von hier unten das Ding klar gemacht mit ein bisschen Bomberunterstützung. Das hätte funktioniert. Nein. Gut, okay. Nichts machen. So, die Jungs. Die müsste ich wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen, damit die nicht komplett von der Artillerie gerade platt gemacht werden. Ja, was habt ihr denn vor? Verpisst euch. Lasst meine Panzer in Ruhe, ist eh bewölkt. Lasst meine Fallschirmjäger in Ruhe. Wir haben euch noch nichts getan. Wow. Hä? Warte mal, das muss ich gleich nochmal checken. Da ist niemand neben denen. Die können nicht wissen, dass sie da sind. Die haben geschummelt. Doch, da ist Infanterie an denen. Na gut. So, ich musste gerade noch mal ganz kurz wegrennen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja. Ich würde denken, naja, ich hatte mich geärgert, dass ich hier das vergurkt habe, ne? Das können wir diese Runde dann einfach nachholen. Ja, ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Mein Hals macht schon wieder dicht irgendwie. Und dann machen wir das beim nächsten Mal und versuchen mal hier unsere Fallschirmjäger ein bisschen zu retten.
Ich hoffe, das gelingt uns irgendwie. Wahrscheinlich müssen wir dann doch irgendwie hier raus, diesen Flughafen einnehmen, ne? Weil wenn wir hier versuchen anzugreifen, irgendwie, das wird alles nichts. Vielleicht haben wir Glück und wir können hier drüben die blockenden Einheiten mit Bombern irgendwie wegnehmen. Das wäre total gut. Dazu müssen wir die erstmal aufklären ein bisschen. Ihr habt eine Sichtweite von 2, ne? Also Flughafen einnehmen könnte vielleicht funktionieren, wenn wir nicht vorher hier von der Einheit aufgehalten werden. Und dann können wir die vielleicht einfach verstärken irgendwie. Oh, mal gucken. Für die wird es auf jeden Fall richtig eng, denke ich. Hier drüben, diese Panzer müssen wir ein bisschen beschützen. Müssen wir gucken, dass hier unten irgendwie nichts anbrennt. Da können wir auch relativ schlecht hingucken gerade. Ja, aber ansonsten sieht das Ganze ganz vernünftig aus. Diesen Flugplatz hier, den brauchen wir jetzt wirklich diese Runde. Ne? Also die Fallschirmjäger hier werden pushen müssen, weil die das nicht schaffen. Nee, tun sie nicht. Ja, dann werden die pushen müssen und dann... Oh, ich könnte das auch die Aufklärer machen lassen. Wenn wir hier genug Leute rankriegen. Das sollte funktionieren. Ja, cool. Da haben wir also Optionen. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Eine von diesen vielfältigen Optionen werden wir dann durchziehen hier. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.